Bühnenpannen, die passieren bei mir nicht so selten. Ich nenne sie nicht Pannen, sie sind Neuentdeckungen. Ich habe Les Miserables on Broadway gespielt und irgendwann habe ich Jean Valjean übernommen und war mega stolz drauf und total nervös, das ist eine große Rolle. Und man will es auch, man will die Rolle auch gerecht sein. Es gab eine Szene, die gestrichen wurde in viele andere Produktionen. Wir hatten es drin. Und in dieser Szene ist Valjean, nachdem er aus dem Knast kommt, ins Wirtshaus gegangen, weil er ein Zimmer für die Nacht fehlt. Und die Wirtin singt: My rooms are full and I've no supper to spare. I'd like to help a stranger, all I want is to be fair. Worauf Valjean antwortet: I can pay in advance, I can sleep in a barn. You see how dark it is, I'm not some kind of dog. 3 Wochen nach meiner Premiere saß ich, als diese Szene anfing, auf der Bühne und dachte im Kopf: Boah, ich liebe diese Szene. Ich verstehe nicht, warum man diese Szene dann aus der Show streicht. Die Szene ist so gut und sie erzählt so viel. Und die Wirtin singt: My rooms are full and I've no supper to spare. I'd like to help a stranger, all I want is to be fair. Ich drehe mich um und singe: I can sleep in a barn. I can sleep in a barn. You see how dark I am. I'm not some kind of dog. Und da siehst du, wie deine Kollegen eigentlich drauf sind. Man lügt und sagt: Ah, wir unterstützen uns gegenseitig und wir sind immer da füreinander. Bullshit. Blödsinn ist gelogen. Die Kollegen drehen sich um und lachen ganz laut. Und den Rest der Show kamen sie zu mir. I could hardly see you, you were so dark. Oh, Monsieur, you are so dark. Did you see him? I didn't see him. Yeah, thanks a lot, Kollegen. Broadway. Ha! Ich begrüße jetzt ganz herzlich in Teil 3 des Pannenplauschs eine ganz illustre Runde. Erstmal hallo in die Runde. Hallihallo. Hallo. Hi. Wie immer, Ladies first. Ich darf begrüßen die wunderbare, einmalige Brigitte Oelke. Herzlich willkommen. Hallo, grüß dich, Michael. Hallo, liebe Brigitte. Brigitte, du bist in so vielen Originalbesetzungen von deutschen Erstaufführungen, in so vielen Originalaufnahmen zu sehen und zu hören gewesen, dass ich das jetzt gar nicht nennen kann hier in diesem Rahmen. Aber um ein paar Kultsachen zu nennen, die du gemacht hast: Du warst in der deutschsprachigen Erstaufführung von Tanz der Vampire in Wien zu sehen. Du warst zu sehen in der deutschen Erstaufführung von Jekyll and Hyde in Bremen. Du hast unzählige Male die Maria Magdalena in Jesus Christ Superstar gespielt. Und das Hauptding, warum die Runde so viel Sinn macht heute, ist, du bist die Originalbesetzung der Killer Queen in We Will Rock You gewesen und das unglaubliche on and off 11 Jahre lang. Wahnsinn. Ja, du kannst mich eigentlich schon Queen Mom nennen. So werde ich dich jetzt anreden, Queen Mom. Herzlich willkommen, Queen Mom. Ganz, Dankeschön. Ja. ganz neu auf Bergmanns Bühne, bisher noch nie hier gewesen und deshalb freue ich mich ganz besonders, ist der liebe Philipp Büttner. Herzlich willkommen. Hallo, hi. Hi Philipp, du warst zu sehen in Das Wunder von Bern, hast ab 2017 die Erstbesetzung des Aladdin im Disney Musical Aladdin gegeben. Ich habe dich erleben dürfen in einem grandiosen American Idiot in Frankfurt. Habe ich mir, glaube ich, dreimal angeguckt, weil das hat gerockt wie Schifferscheiße. Sehr geile Show. Und du bist im Moment sogar gerade bei We Will Rock You. Du sitzt backstage, weil du dir die Rolle des Galileo teilst mit Ricardo Greco. Und du spielst den einen Abend, er spielt den anderen Abend. Und da sitzt du jetzt. Genau, und hier hinten, da hängt mein Kostüm sogar. Schau mal. Geil. Das ist Qualitätsfernsehen. Super. Und ich begrüße ja praktisch einen Ureinwohner dieses Kanals. Meinen Dauergast, den 1000 Sascha, die amtlichste Rocksau der Nation, mein lieben Freund Sascha Krebs. Vielen Dank für die erneute Einladung und schönen guten Abend. Guten Abend. Wenn Brigitte Queen Mom ist, was bist du dann?
Der Papst. Ja. Der We Will Rock You Papst. Und der Queen Papst, ja. Der Queen Papst. Guck mal, ich habe extra ein Queen T-Shirt angezogen heute. Für euch. Ja, das ist auf dem Vorhang drauf gewesen bei uns. Ich weiß gar nicht, ist das im Moment. Habt ihr auch noch so einen Vorhang? Nee, wir haben keinen Vorhang. Gibt nicht mehr. Wir haben so Wände, wir haben alles ist voll mit LED-Wänden. Ja, wir hatten ja so einen riesen, also, wie nennt man das, glaube ich, Wagner-Vorhang, oder? So einen roten, schweren Vorhang. Und da war unter anderem dieses, ein ganz klassisches Plattencover. Ich habe Prinzessin Leia heute an. Ah. Stell mal auf. Ja, also mich. Der vermisste Carrie Fisher, genau. Oh, guck mal. Und Brigitte ist Prinzessin Leia. Queen Leia jetzt. Ihr Lieben, ich habe mir überlegt, natürlich, also wir reden jetzt über Bühnenpannen und ihr sollt bitte natürlich alles erzählen, was ihr möchtet, aber ich habe mir in dieser Runde überlegt, das kann man so toll so als Überbegriff nennen, We Will Rock You gestern und heute, denn ihr seid We Will Rock You gestern, ihr habt das so lange gemacht und Philipp ist es aktuell. Ich weiß nicht, ob Philipp schon eine Geschichte dazu hat, jetzt konkret zu We Will Rock You, aber der liebe Sascha Krebs, der ja auch schon in der letzten Folge mit Alex Melcher sehr viele We Will Rock You-Geschichten erzählt hat, du als Papst des Queens, der Queen, der Queen, du hast doch, glaube ich, unendliche Geschichten, was bei We Will Rock You in den vielen Jahren, in denen du dabei warst und, glaube ich, alle männlichen Rollen gespielt hast, passiert ist. Alle männlichen Rollen außer Galileo. Stimmt. Ich sage ja immer, für Galileo war ich zu herb, optisch. Es gibt, habe ich dir das mal geschickt, es gab ja dann einmal so eine Maskenprobe, wo die Frauke, unsere Maskenchefin, sagt, wenn wir denen die Haare für Kaschoggi hinkriegen, dann kriegen wir das auch für Galileo hin. Und dann, da gibt es großartige Fotos, wo ich dann den Kollegen geschrieben habe, ich habe mir jetzt endlich die Haare abgeschnitten und da gab es schockierte Nachrichten. Muss man vielleicht für die ZuschauerInnen kurz erklären, also Sascha Krebs weigert sich seit gefühlten 50 Jahren, seine Haare abzuschneiden, also auch er hat wunderbare lange Haare und egal was Sascha spielt, genau, im Vertrag steht, ich schneide mir die Haare nicht ab. Und deshalb müssen wir. Und Perücken erinnere aufgeben. Nicht die Farbe. Farbe und Länge der Haare werden nicht verändert. Und da in We Will Rock You Perücken lizenziert sind, da habe ich übrigens auch eine Geschichte, obwohl ich gar nicht dabei war, Perücken lizenziert sind, muss dann geschneckelt werden. Die Damen kennen das. Die Frisur kriege ich jetzt auch nicht mehr hin, aber da wird in so Schneckchen gerollt und dann wird die Perücke aufgesetzt. Ich habe ja hier rumgeräumt und auch bei meinen Eltern einen Keller ausgemistet und auch hier. Und ich hatte neulich was in der Hand, dachte, das habe ich doch gerade. Jetzt pass auf, jetzt kommt's. Kann man das lesen? Oh. Hier ist ein Rind. Das haben die mir dann aufgesetzt. Und das war eigentlich, da ist jetzt hinten gefaltet. Ich setze sie jetzt nicht auf, aber das war eigentlich eine Teacher-Perücke. Am Anfang gab es doch bei den Gaga-Kids die auch zwei männlichen Lehrer und die hatten sowas auf. Und dann sagte Frauke, naja, jetzt probieren wir es mal mit der. Und ich habe ähnliche Haare wie Philipp jetzt. Mhm. Also für das Foto. Da liegt's. Aber Philipp hat die bessere Perücke. Ja, echt Haar. Das ist ja hier nur. Spielt ihr mit echten Haaren, Philipp? Spielst du Galileo mit echten Haaren? Okay. Wir spielen beide mit echten Haaren, ja. Also mit allen Galileos, mit denen ich gespielt habe, hatte keiner eine Perücke. Die haben manchmal bei dem einen oder anderen ein bisschen was sprayen müssen. aber ich werde jetzt nicht sagen, bei wem. Das sind jetzt die Insider. Mir hat mal ein Darsteller von We Will Rock You erzählt, und ich nenne den Namen nicht, weil ich nicht weiß, ob er es erzählen möchte. Er war im Ensemble, hat alle möglichen Rollen gecovert und er hatte lange blonde Haare. Und dann ging es um, wie hieß die Rolle damals, Dieter? Ja. Dieter, der hatte lange blonde Haare. Die Rolle hatte lange blonde Haare. Und das war alles lizenziert von England aus. Also du musstest die Perücke anziehen. Und er hatte exakt dieselben Haare in echt, die Perücke hatte. Und da hat er tatsächlich die Diskussion angefangen. Warum muss ich denn jetzt die Perücke anziehen? Ich habe doch die gleichen Haare. Und da haben die gesagt, weil das vorgeschrieben ist. Und da hat er sich aus Protest, weil das so für ihn so ein Irrsinn war, seine Haare abgeschnitten, schwarz gefärbt und die blonde Perücke aufgesetzt. True story. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß, du weißt, wer es ist. Brigitte weiß es auch. Ehrlich gesagt, also jetzt gerade bei einer Killer Queen war ich natürlich froh, dass ich eine Perücke hatte. Das mit meinen eigenen Haaren zu machen, das wäre nicht gut gewesen, weil das war ja so zubetoniert mit Haarspray und allem. Und ich weiß noch, der Maskenbildner damals, der hat mich gesehen und meinte so, oh, when you have a big red wig, it has to be big. Er hat ein bisschen gelispelt. Und jedes Mal so, oh, it has to be big, it has to be big. Und dann haben die wieder was gezaubert und dann, no, bigger, bigger, bigger. Und das war so lustig.
Weil die in London hatte ja am Anfang Sharon Dee Clark, die hatte ja mehr so bräunliche Haare nach oben, ne? Und dann die Mads Murray hatte ja blonde Haare und fand ich ganz cool, dass ich dann rote Haare bekommen habe. Das war schon ganz geil. Ach, so flexibel war es dann doch, im Gegensatz zu Ja. dem anderen Darsteller, der das so machen Ja, ich musste. glaube, in Australien hatten sie auch noch andere, weil wir haben ja letztendlich, glaube ich, das Set von Australien übernommen, auch mit dem Thron und so, weil in London war ja dieses Riesending, was dann hochging, ne, bei Magic. Und wir hatten ja dafür den Thron, der, ich sage immer, das Bügelbrett, wo das Bügelbrett dann hochging und gedreht hat. Genau. Und nicht immer gedreht hat und nicht immer nach hinten ist. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Sascha mal, ob wir vielleicht auch mal so einen Stopp hatten. Ich weiß das gar nicht mehr. Waren das richtige Also Showstops? da gab es richtige Showstopps, ja. Ja. Weil also dieser Thron musste ja zum einen nach vorne fahren, dann zu einem gewissen Cue mussten wir beide, also wenn ich Khashoggi war, Killer Queen, aufsteigen. Man musste sich, weil wir ja in Deutschland sind, mit einem Sicherheitsgurt einhaken. Wo ich immer gesagt habe, warum haken wir uns denn ein? Weil wir fahren, wo waren wir da? 2 Meter. Ja, wenn ihr Zweieinhalb, dann ohnmächtig werdet, dann, und dieser Gurt ging wirklich aber nur hier um die Rippen. Dann habe ich immer gesagt, aber wenn ich ohnmächtig werde und von 2 Meter an diesem Gurt stürze, dann breche ich mir die Rippen und punktiere mir die Lungen, dann bin ich auch tot. Aber dann hieß es immer, nein, wenn der Haken nicht eingehakt ist, dann darf der Thron nicht nach oben fahren. Und dann fuhr er eigentlich nach oben und irgendwann drehte er. Und es gab ja also es gab alles von, er fuhr nicht hoch, er fuhr hoch, aber hat nicht gedreht. Und das Problem war, da hat halt genau unten reingepasst. Das heißt, er musste aber, wenn er gedreht hat, zu Ende drehen, weil er sonst, wenn er runterfuhr, nicht reingepasst hat. reingepasst Das heißt, hätte. er hat auch manchmal nicht ganz zu Ende gedreht. Dann Ja. konnte er aber nicht zurückfahren, weil da hing ja die LED-Wall und dann fuhr man mit dem Kopf dagegen. Und das Bitterste war eigentlich, da gab es ja auch Plan-B-Proben, dass der Thron gar nicht erst gefahren kam, dass die hinten schon ein Problem hatten. Und dann war die Anweisung, dann macht ihr aber, also dann spielt ihr quasi das, was ihr normal macht. Ja. Das heißt, ihr müsst dann halt zweimal im Kreis laufen. Acting, acting. Ja. Und das ist auch groß. passiert. Und dann sind wir im Kreis rumgelaufen halt. Ja. Die Yuppies um uns rum und haben gesungen und es war Ja. kein Ton. Es Und ja. sah grauenvoll aus. Wir Aber haben im ich habe es Kreis gerannt. einmal erlebt, dass der losging und ich dachte so, wow, das geht aber schnell. Und der ist zu schnell gedreht und hat nicht mehr aufgehört. Oh, Und wir waren schon fertig shit. und haben weitergedreht. Ich dachte so, ey, Alter, was geht denn jetzt hier ab? Das war lustig. Oder es wurde dann vorne der Vorhang zugemacht. Es mussten dann Techniker kommen, den Thron manchmal auch von Hand nach hinten drücken, quasi schieben. Und dann wurde eine Leiter geholt und wir mussten erstmal mit der Ja. Leiter runtergebracht werden, ja. Aber dann meistens auch ein Showstopp, Also weil Vorhang es ist ja nur runter. eine ganz, ganz kurze Szene eigentlich zwischen, also hieß ja früher JB und Ozzy, die heißen jetzt glaube ich wieder Brit oder ich weiß gar nicht, wie die im Moment heißen. Nee, Und die dann heißen wieder anders. Hell und Ossi. L, L, weil, L. darfst du das spoilern? Darf man das schon spoilern? Naja, ich meine, die Show ist jetzt so oft gespielt, ich glaube, das kann ich schon spoilern. Aber ich finde Hell ist ja ganz cool, weil es könnte ja wirklich ein Rockername Kell, ich sein. habe L verstanden und habe an L Ich Bundy gedacht. auch. L Kell! Bundy. Ah! Aber Hell! von welcher Darstellerin kommt es? Jetzt könnt ihr selber raten. Hell? Hell? Was? Von was? Helene Fischer. Ach du heilige Scheiße. Ach. Ah! Ach so, ich dachte jetzt irgendwie Ah. Bat Out of Hell oder Ich habe irgendwie. auch, ja, dachte Ja, auch. aber Hell. nee, Aber es muss macht ja ja der Gag Sinn. sein, muss Ja, der, stimmt, der. ja. Und wie sieht Hell, die auf jeden Szene, darf Fall. ich mal fragen, gibt es da auch noch was, was sich irgendwie dreht bei Kind of Magic? Oder habt ihr da was ganz anderes? Gibt es da auch noch so einen Nee. Drehmoment? Es gibt, also wir haben ja unser ganzes Bühnenbild sind LED-Bildschirme und es gibt so eine große Projektion. Da man sieht, wie die durch ja, so eine Stadt-Cyber-Landschaft fliegen. Ich muss sagen, mich erinnert es oft ein bisschen an Matrix. Und die haben Oh, oben geil. am Thron solche Joysticks, wo man sieht, dass sie halt, dass sie das Teil steuern. Das klingt aber auch Das geil und heißt, weniger aber der gefährlich. Thron fährt nicht hoch. Fahren die Nee, auch der hoch? Thron fährt nicht hoch. Der fährt immer nur hinter und zurück und der wird aber auch geschoben. Also da kann überhaupt nichts, mit dem Thron kann nichts passieren. Aber Hat man gelernt. ist schon was anderes passiert? Ich meine, ihr seid auch schon eine Weile unterwegs. Ja, ich meine, ich dachte am Anfang, dass mit diesen Screens, weil einfach diese ganze Show ist mit diesen LED-Bildschirmen, wenn die ausfallen, dann wäre einfach Bühnenbild weg.
Weil der Effekt ist schon richtig geil, muss ich sagen. Das mag ich echt gerne. Und in der Premiere sind die hängen geblieben, gleich in der ersten Nummer. Gaga. Und ich dachte, super, wenn das jetzt schon anfängt, dann wird das, ist das so ein. Aber ich muss sagen, es ist nie mehr passiert. Was zum Beispiel passiert ist, wir haben oben solche Truck-Elemente, die man so rumdrehen kann. Und da müssen wir einmal hochrennen. Und dann lehnt sich der Kollege nach vorne und hat plötzlich das Geländer in der Hand. Und da geht es schon richtig tief nach unten. Das war so ein Moment. Und dann, okay, und alle gucken sich an und sind so. Das war. Ich habe zum Glück nichts passiert. Aber wir hatten einmal in Stuttgart, ich weiß nicht, ob Sascha, ob du da auch da warst, da hatten wir auch, wie Philipp vorher meinte, wir hatten ja auch Screens und bei gewissen Nummern waren die wichtig, also gerade bei One Vision bei uns, das hat eigentlich das ganze Licht ausgemacht, damit man die in Silhouetten sieht, die Tänzer. Ne? Und das hat irgendwann, ich glaube, das war im ersten Akt schon, ist alles ausgefallen. Ich weiß nicht, ob so eine Stromsache war, also die Musik und ja, so war alles da, aber es ging gar nichts mehr. Auch die Leinwand kam nicht mehr runter, nichts. Und dann war, glaube ich, erst mal 30 Minuten oder was Pause. Die mussten alles runterfahren und wieder hochfahren. Aber es ging nicht. Und dann haben wir alles ohne gemacht. Und die haben natürlich dann so im Freiflug das Licht irgendwie gemacht. Und das war aber von dem her, ich hatte nämlich Besuch drin und die hatte es vorher schon gesehen und die meinte, das fand ich heute richtig gut. Ja, weil man hat so die Geschichte mitgekriegt und wurde nicht abgelenkt von irgendwelchen konfusen Sachen. Wir sind jetzt so richtig We Will Rock You nostalgisch geworden, merke ich. So richtig die Karlauer haben wir noch nicht rausgehauen. Aber wir müssen uns ja auch nicht an We Will Rock You festmachen. Ich habe ja Evita, ja, die Ölke hat auch mal Evita gespielt. 2000, 2001 in Münster. Und da sind ganz viele Sachen passiert, weil das ist ja einfach eine heftige Rolle, weil wenn du nicht auf der Bühne bist, bist du 2 Meter neben der Bühne und ziehst dich um. Und ich hatte einmal diese Regenbogentour, wo ich quasi auf der Bühne bis auf so ein Nachthemdchen oder was angezogen wurde und ich musste nur so dastehen und dann hatte ich, das ganze Tanzensemble hat angefangen, ne? Hier Rock an und ich hatte so einen Wickelrock und der war aber neu, das war ein Swing, der mir den Wickelrock anziehen musste. Und der wusste nicht, dass das ein Wickelrock ist. Also quasi dann am Schluss ein Bleistiftrock, ne? Und dann hat der mir das irgendwie so angezogen. Ich war ja am Singen und ich dachte so, nein, das geht nicht. Und du kannst ja nichts machen. Ich hatte hier die Arme und musste singen, ne? Und dann einer musste mir den Hut, so einen Riesenhut aufstecken mit so einer Riesennadel in die Perücke. Und da dachte ich auch schon so, ui, also es ist irgendwie alles komisch. Und ich dachte nur, hoffentlich fällt dieser Rock nicht runter, weil der ist einfach nicht richtig angemacht, ne? Hatte alles an und habe mich dann gedreht und dann fing es an, der Hut so. Der hing dann so runter und ich wollte den dann wegziehen. Und habe dann fast die Perücke mitgezogen, dachte ich, okay, ich muss den so lassen. Was wie Madonna bei den Grammys oder wo das war, wo ihre Tänzer sie so runtergezogen haben. Ich sag dir, und dann hing dieser Hut, anstatt so, hing der halt von hier so runter, ne? So wirklich gumm. Und ich dachte mir so, Contenance. Bin nach hinten, musste so Bewegungen machen. Ich mache irgendwie so, tada! Und der Ring geht in die Seitenbühne, ne? Und mache mit dem hier und das Armband fliegt. Und ich dachte so, Hilfe! Bin da hoch und ich dachte noch so, bitte nicht der Rock, bitte nicht der Rock. Und dann war ich oben, dann musste ich wieder die Treppe runter. Und dann am Schluss waren wir alle so in Regenbogenfarben quasi, alle da. Und auf den, ich schwör's du, auf den letzten Ton, da 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 da, kadung, ging der Rock runter. Sehr schön. So Umzugsgeschichten ist ja für Männer, Philipp, Sascha, eher so viele Quick Change hast du als Mann normalerweise nicht. Naja, ich glaube, es gibt schon Rollen, wo du als Mann dann auch Quick Changes hast. Und hast meistens, du gemacht, Philipp? Ja, bei Aladdin muss man einen großen Quick Change auf der Bühne machen, wenn man so den ersten Wunsch an den Genie stellt, dass man gerne zum Prinzen verwandelt wird. Dann kommen die Tänzer und die haben solche Rückenteile an, wo man dann dahinter geht und dann sind da noch 2 Leute vom Ensemble, die einem helfen, sich umzuziehen. Und in diesen Rückenteilen sind die Klamotten drin, die ich anziehe. Und ein Tänzer war nicht da. Das heißt, die Hälfte des Kostüms hat gefehlt und ich sage, oh, ich wünsche mir, dass du ein Prinzenhaus machst. Ich gehe dahinter und das Teil ist nicht da. So.
ich hab die Hose schon drunter, reiß die Hose ab und was aber fehlt, ist das Oberteil. Und ich bin aber so dumm, dass ich hätte einfach diese Weste auch ausziehen sollen und hätte einfach oben ohne gehen sollen in der schönen Hose mit dem Turban. Habe ich aber nicht gemacht, sondern ich hatte dann die schicke Hose, schicke Schuhe, aber diese arme Weste und komm sofort, tada, große musikalische. Und dann weiß ich noch, wie ich so dumm gesagt habe, ja, Genie, das hast du jetzt nicht so gut gemacht. Und dann dachte ich immer so, oh, man tut dann irgendwas, weil man ist so unter Strom, der Quick Change ist wirklich schnell. Hast du gerade deinen Mikroportgürtel in der Hand? Muss man den ZuschauerInnen auch erklären, nicht, dass die denken, der sitzt da mit einem Speedo oder so. Nee, das hätte auch eine Susi sein können, ja. Eine Susi, kennen die Leute auch nicht. Suspensorium für Männer. Ich habe normale Unterwäsche an. Danke für die Info. Ich glaube, du hast vielen Menschen gerade den Abend gemacht. Danke. Ja, ja, angeblich auch Galileus, die hat keine Unterwäsche an in der Show. Aber auch das habe ich nur gehört. Aber nicht in der Neuinszenierung. Nein, die habe ich noch nicht gesehen. Ich habe noch eine Geschichte. Das Schlimmste bei Aladdin ist der Teppich. Dieser blöde Teppich ist natürlich relativ komplex, wie der fliegt. Und das ist öfter mal schief gelaufen. Das Schlimmste war, dass wir oben während des Liedes einfach stehen geblieben sind in der Mitte. Und dann ist das ganze System runtergefahren. Wir haben das Lied zwar zu Ende gesungen, und dann hingen wir da. Dann hingen wir da, der Vorhang ging nicht mehr runter, weil auch das gestoppt ist aus Sicherheitsgründen. Und dann habe ich den längsten Kuss meines Lebens gemacht. Und dann hingen wir da 20 Minuten. Dann kam so ein kleines Kranauto auf die Bühne. Musste uns helfen. Und natürlich diese ganze Magie stirbt natürlich, als man dann da so jetzt dann sich da abklickt und dann wie so ein Kartoffelsack von diesem Teppich runterklettert. Ja, das. Aber das haben die Leute nicht mehr gesehen. Da war schon der Vorhang, oder? Nein, der Vorhang ging nicht runter. Der Vorhang ging nicht runter, weil der auch einfach das ganze System Gefahr gesagt hat und dann bewegt sich nichts mehr. Einfach alles. Letzter Bogen gespannt zu We Will Rock You. JB und Brit sind ja in Köln über diese Tunnels gekrabbelt und auf die Bühne gekommen. Und in der nächsten Inszenierung haben die sich ja abgeseilt von oben, also von ganz weit oben. Und da ist es auch mal einer Ossi passiert, dass sie 80 Zentimeter über dem Boden hängen blieb. Und dann kannst du den Haken natürlich nicht rauslösen, weil der ist ja auch Spannung. Und dann hing die da und baumelte so ein bisschen und wurde von Brit angespielt. Da fuhr zum Glück dann noch der Vorhang runter, weil sie musste dann auch, also mit halb hochheben, oh, jetzt geht der Karabiner auf. Hey, it's show business. That's show business. Apropos, lieber Philipp, du bist bald in einer ganz tollen Konzertserie zu sehen, die nennt sich Die Sommernacht der Musical Stars. Da gibt es zwei Konzerte und du bist beim zweiten dabei. Das ist am Sonntag, den 7.8. Was erwartet uns da? Da erwartet uns natürlich, also erstmal, wer ist dabei? Der Anton Zetterholm, die Selina Pieper, die Janine ist dabei und wir machen vor allem natürlich Musical-Songs aus den Stücken, die wir gemacht haben. Und im zweiten Teil sind es vor allem Pop-Sachen, sozusagen die Musik, auf die wir vor allem Lust haben, die wir sonst nicht singen dürfen. Und ich freu mich vor allem auf die Kollegen, weil mit Janine und Selina habe ich noch nie was gemacht. Und auch mit Anton werde ich jetzt bei Disney im Konzert dabei sein, aber auch bisher noch nie. Deswegen bin ich sehr gespannt. Sehr schön. Das Ganze ist in Nürnberg im Serenadenhof und es gibt noch Tickets. Den Link gibt es unter dem Video. Brigitte, wir haben schon drüber gesprochen. Du warst schon so oft Maria Magdalena. Du wirst es, wenn das Video ausgestrahlt wird, wieder gewesen sein. Nämlich zusammen mit Sascha im Kapitol Mannheim spielt ihr über Ostern. Dann, wie gesagt, habt ihr gespielt. Jesus Christ Superstar, eine Inszenierung, in der ich auch schon mit dabei sein durfte. 2018, wunderbare Inszenierung. Und dann bist du wieder an einem Queen-Projekt beteiligt im Kapitol Mannheim. I Want It All. Ja, genau, ich bin neu dabei. Ich weiß nur, dass ich der Tod bin und viel mehr weiß ich auch noch nicht. Also Sascha? Ja. Endlich mal was mit Queen. Ja, das ist ein Stück, was schon viele, viele Jahre läuft. Das ist ein Abend mit der Musik von Queen. Sascha Kleinopost ist noch dabei, eine großartige Band, drei Chorsänger. Und ja, wir freuen uns irrsinnig, dass, wie Ben Elton sagte, the lady who was born to be Killer Queen, jetzt ihre königlichen Dienste und Künste auch in Mannheim zeigen wird. Am 12.05. in Mannheim im Kapitol, auch da gibt es noch Tickets, auch da gibt es einen Link. Also wer Sehnsucht hat nach We Will Rock You, fährt entweder auf die Tournee von We Will Rock You und schaut sich Philipp an und alternierend den lieben Ricardo in We Will Rock You in der Neuproduktion oder geht ins Kapitol und schaut I Want It All, auch das ist Queen. Und ansonsten gibt es noch die Sommernacht der Musical Stars. Ich freue mich total, dass ihr Zeit hattet, so irgendwie zwei Generationen We Will Rock You ist schon geil, ist
schon spannend. Ich muss mir die neue Produktion noch anschauen. Ich freue mich sehr drauf. Viel Spaß bei euren Projekten. Es gibt wieder Theater. Es läuft alles wieder. Mal mehr, mal weniger. Aber wir kriegen das alle gemeinsam hin. Und ach, ich freue mich auf alles, was da von euch kommt. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Danke dir. Danke dir. Auf bald im Theater. Und auf dem Kanal geht es jetzt weiter mit der Pannenparade der Musical Stars. Viel Freude. Wir starten jetzt in die Pannenparade mit vielen bekannten Musical-Gesichtern. Bitte vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, dieses Video zu liken und unter dem Video zu kommentieren, über welche Panne du am lautesten gelacht hast. Viel Spaß! Hallo Leute, hier ist die Vera Bolten und ich begrüße euch aus dem originalen Bühnenbild von Himmel und Kölle, hier in Köln natürlich. Ja, und das habe ich mir ausgesucht, weil die Panne, von der ich euch erzählen will, nämlich genau hier und auch genau auf diesem Platz stattgefunden hat. Es war sehr, sehr lustig und ich dachte mir, das findet ihr vielleicht auch. Es gibt eine Szene, in der ich mit meinen drei Kollegen zusammen in diesem Taxi fahre und wir sind unterwegs durch die Stadt. Ich als Haushälterin Moni möchte mich noch ein bisschen hübscher machen und schminken. Kurbel hier also das Fenster runter, lehne mich raus, um mich hier im Seitenspiegel zu schminken. Bei besagter Vorstellung ist nur leider der Griff, an dem ich mich jetzt gerade festhalte, abgerissen. Ich bin während der Fahrt aus dem Taxi rausgefallen, lag hier, die gucken mich natürlich völlig entrüstet an, ich mich während der Fahrt wieder hochgekämpft in ein Taxi rein und habe die Szene weitergespielt. Aber ihr könnt euch vorstellen, wir haben uns ordentlich kaputt gelacht. Ja, das war meine Panne für heute. Es war sehr lustig an dem Abend, wenn ich jetzt drüber nachdenke auch. Aber es hat auch ein bisschen wehgetan. Liebe Grüße! Ich hatte eine sehr schöne Panne bei Cabaret. Ich war der Conferencier und unser Bühnenbild war so ein Kasten mit drei Türen. Und ich musste durch die mittlere Tür auftreten und sagen: Und nun Lannerts Liebling, Miss Sally Bones! Und mit vollem Schwung trat ich auf durch die Tür und die Türklinke flog von ganz hinten der Bühne komplett nach vorne Richtung Orchestergraben. Und Sally musste aber durch die mittlere Tür auftreten und wieder abtreten, wusste aber nicht, dass die Türklinke weg war. Das heißt, sie trat auf für Don't Tell Mama und machte ihre Nummer und wir waren da so, Mist, wie kommt die wieder von der Bühne? Und während der Nummer trat dann unser Max auf und montierte selber mit einem Schraubenschlüssel diese Türklinke wieder an. Das war sehr, sehr lustig, weil er musste einmal komplett über die Bühne während der Tanznummer und hinten hin diese Türklinke wieder anschrauben. Eine lustige Panne, die mir auf der Bühne passiert ist. Mir sind viele Pannen lustige passiert auf der Bühne. Aber es gibt eine, an die ich gerne immer zurückdenke, weil es eine Vorstellung war, in der einfach eins nach dem anderen kam und es blieb nicht nur bei einer Panne. Und zwar war das Sister Act in Hamburg. Und zwar stand ich auf der Bühne mit Mutter Oberin Daniela Ziegler in der Mitte der Bühne. Das heißt, also wir hatten auch eine Drehbühne. In der Mitte ist ein Kreis und außenrum, das haben wir immer Donut genannt, also der Außenkreis. Beides hat sich in beide Richtungen gedreht und dann gab es noch Bühnenteile, die von der Seite reinfuhren und von oben. Das war wahnsinnig kompliziert und nicht ungefährlich. So, es ist also der Moment, wenn Dolores die erste Gesangsstunde mit den Nonnen hat und Mutter Oberin sie im Endeffekt gerade dazu verdonnert. Und die Nonnen sind auf diesem Donut. Das heißt, dieser Donut fährt rein, bleibt dann stehen und die anderen Nonnen kommen dann mit den restlichen Bänken und setzen sich dazu. Und jetzt stehen wir da auf der Bühne und reden und reden und reden und die Nonnen fahren rein und fahren an uns vorbei. Und irgendwie, wir haben beide dann kurz gestoppt und weitergesprochen, improvisiert. Und die Nonnen kamen wieder. Diesmal blieben sie aber stehen. Okay, dann dachte ich, ja, es kann nicht schlimmer werden. Gut, 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 das passt alles so. Die Szene fing an, alles lief glatt und es kommt nun der erste Auftritt der Nonnen. Zeig mir den Himmel. In dem Moment passiert wirklich viel. Viele Teile fahren von der Bühne und fliegen und es wird alles ganz magisch und schön. Warum auch immer, gab es einen technischen Fehler. Das heißt, die Bühne, weil schon vorher das mit dem Drehen nicht so geklappt hat, wurde irgendwie nochmal neu gestartet oder das Programm. Und blieb irgendwie stecken und fing dann ganz falsch an. Das heißt, ich gehe auf die Bühne und mach das Anheizen der Nonnen für die Zuschauer. Und in der Zeit kommen die von hinten. Und man hört irgendwie nur so tap, 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 also ganz viele Schritte.
rein, raus. Und ich kann mich ja nicht umdrehen, weil ich ja nach vorne gucke und mit dem Publikum spreche. Irgendwann mal fliegt ein Sandsack runter. Ich dachte, ja, egal, einfach weitermachen, Show must go on. Geh nach vorne und lauf rum und auf einmal rauscht wirklich ein Bühnenteil direkt vor meiner Nase vorbei, ganz schnell. Und das war eine Wand, die eigentlich viel, viel später kommt. Und dachte ich so, okay, das wird knapp. Und habe dann weitergesprochen und bin schnell nach vorne gehopst und dann fing das nächste Teil hinter mir auch sehr knapp. Irgendwann stand ich wirklich ganz, ganz vorne an der Kante und habe weiter moderiert und habe dann einfach auch gesungen, weil es sollte ja eigentlich losgehen. Ich drehe mich um, keine Nonnen da, aber sämtliche Bühnenteile, die irgendwie hängen. Ich habe einfach weiter gesungen, aber keiner hat gerufen, Showstop. Also dachte ich, mach weiter und singe. Irgendwann mal hören die Instrumente aufzuspielen. Bernhard mit verschränkten Armen guckt mich an, sagt nichts, keine Regung im Gesicht. Ich singe weiter und singe weiter und merke, das wird nichts. Gut, dann dachte ich, okay, ich glaube, da kommt keiner mehr. Jetzt gehe ich mal langsam ab. Und natürlich, wie man das dann auch macht, dann denkt man, ist man ganz besonders geschickt. Und ich bin eigentlich wie in so einem Film, wie in so einem Cartoon, so ganz langsam abgegangen. Erst ein Schritt, dann zwei Schritte. So, als ob man aus dem Bild gehen würde und versucht, charmant zu sein, dass es keiner mitkriegt. Natürlich haben es alle mitgekriegt und alle haben gelacht. Und das war meine lustigste Panne mit Sister, eine der lustigsten Pannen mit Sister Act. Hi, mein Name ist Jürgen Brehm und ich wurde gefragt, was mein bisher größter Patzer auf der Bühne war. Ich glaube, es gab mehrere, aber der eingängigste war damals in Frühlingserwachen an der Hochschule Osnabrück. Und zwar ist die Szene, dass Melchior Gabor das Grab von Wendler entdeckt und so schockiert von dieser Nachricht ist, dass er wirklich damit ringt, sich das Leben zu nehmen mit einem Messer, das er vorher von seinen Schulkollegen in der Erziehungsanstalt geklaut hat. Tja, ich habe also meinen Kollegen auf der Bühne das Messer geklaut, bin damit abgegangen, hab's auf den Requisitentisch abgelegt, bin wieder auf die Bühne, hab Wendlers Grab entdeckt und spürte erst im entscheidenden Moment, als ich das Messer aus meiner Hosentasche ziehen wollte, Scheiße, das Messer ist nicht da. Mir schossen einfach tausende Gedanken durch den Kopf. Wie erzähle ich jetzt einen Selbstmord ohne Messer? Und dann kamen die verrücktesten Gedanken. Ich halte die Luft an. Ich schlag den Kopf gegen den Boden. Ich renne einfach schnell ab und hol das Messer. Alles hätte keinen Sinn ergeben. Also habe ich für das Publikum einfach das Messer behauptet, denn Theater ist ja auch Behauptung. Aber für mich war es eine Lehre, die ich nie wieder vergessen werde. Lege nie deine Requisiten aus der Hand, wenn du sie in der nächsten Szene noch brauchst. Ja, ich habe in der Tat zwei Erlebnisse zu erzählen. Das erste war als Dresser, da war ich beim Phantom der Oper in Hamburg und hatte meine erste Woche und hatte einen schnellen Umzug auf der Seitenbühne. Und dann habe ich schnell ein Kleiderbügel an die Seite gehängt und da stand irgendein Bühnenteil, habe mir keine weiteren Gedanken darüber gemacht. Das war Anfang des ersten Aktes. Und im zweiten Akt gab es dann plötzlich riesen Gelächter hinter der Bühne überall, weil am Mausoleum in der Szene, als Christine ihren toten Vater beweint, ein riesiger, heller, fetter Kleiderbügel am Mausoleum hing und die ganze Szene ruiniert hat. Und die zweite Sache war, da habe ich Shrek gespielt und war Shrek und hatte den Helm in der allerersten Szene, in der ich Fiona aus dem Turm retten soll und sie noch nicht erkennen soll, dass ich ein hässlicher Oger bin, den Helm vergessen. Das heißt, diese ganze Szene war im Grunde hinfällig, weil sie sofort erkennen konnte, dass ich ein hässlicher Oger bin und sie sich nicht in mich verlieben kann, weil ich eben schon so hässlich war. Nach der Szene hat sie mich dann gefragt, die Roberta Valentini. Sag mal, Tietje, was war denn los? Warum bist du denn nochmal zurück? Ich bin nämlich dann wieder runtergeklettert vom Turm, hab gesagt, Moment, Fiona, ich bin gleich wieder da, Prinzessin, ich habe was vergessen. Bin dann wiedergekommen, hatte den Helm auf und hat sie mich nach der Szene gefragt, was war denn los? Sie hat es also nicht mehr gemerkt, dass ich den Helm nicht auf hatte. Das waren eigentlich so die zwei schönsten Anekdoten aus meiner Zeit beim Musical. Ich hoffe, es kommen noch mehr. Wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da, teile es mit deinen Freunden und vergiss nicht, fleißig zu kommentieren. Und damit du auch in Zukunft bloß nichts verpasst, klick die kleine Glocke oben rechts.